Herzlich willkommen zu Teil 32 der Reihe Ausgewählte Aufgaben aus dem Wettbewerb Känguru der Mathematik. Wir sprechen heute über die Aufgabe C2 aus dem Wettbewerb 2017 Klassenstufe 5-6. Die Aufgabe. Niklas will die Zahlen 1, 2, 3, 4 und 5 so in die 5 leeren Felder eintragen, wir sehen die Felder hier unten, dass die Zahlen in Richtung der Pfeile größer werden. Wie viele Möglichkeiten hat er dafür? Die Antwortmöglichkeiten sind 2, 4, 5, 6 oder 8. Wir überlegen uns als Lösungsstrategie zunächst mal, dass die Zahl 1 nur in das Feld links oben kommen kann, also in dieses. Warum? Wenn sie in einem anderen Feld stünde, zum Beispiel hier, dann könnte es nicht so sein, dass die Zahlen in Pfeilrichtung größer werden, denn es ist keine kleinere Zahl als 1 vorhanden zum Eintragen. Wir sollen ja die Zahlen 1 bis 5 eintragen und die Zahl links wäre auf jeden Fall größer als die 1, das ist also nicht erlaubt. Entsprechend für die anderen Felder, das heißt die 1 kann nur hier oben stehen. Den anderen Feldern geben wir dann Namen sozusagen, wir nennen die A, B, C, D und überlegen uns jetzt, wie wir die anderen Zahlen eintragen können. Die 1 liegt ja bereits fest. Wir können zum Beispiel für das Feld A eine 2 eintragen, hier. Dann können wir für das Feld B 3, 4 oder 5 eintragen, wenn wir hier eine 3 eintragen, dann liegen die anderen beiden fest. Dann sind ja noch 4 und 5 übrig. Die können aber nur so eingetragen werden, dass bei C die 4 und bei D die 5 ist. Denn wenn man die vertauschen würde, würde es ja nicht in der Fallrichtung größer werden. Das heißt, wenn wir hier oben 2, 3 eintragen, liegen die anderen beiden fest. Entsprechend, wenn wir hier die 2 und hier die 4 eintragen, dann sind zwingend hier 3 und 5. Und wenn wir hier 2, 5 eintragen, sind hier zwingend 3, 4. Das sind also drei Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn wir die 2 hier eintragen. Wir können die 2 nicht bei B eintragen, denn dann haben wir keine kleinere Zahl mehr für das A. Wir können die 2 auch nicht beim D eintragen, dann haben wir keine kleinere Zahl mehr für das C. Und das heißt, wir können dann auch höchstens die 2 bei der C eintragen. Das entspricht aber dann nur genau einer Spiegelung dieser beiden, einer Vertauschung, wenn man so will, dieser beiden Arme hier. Und das bedeutet, wir können das Ganze hier, diese drei Möglichkeiten, nochmal verdoppeln, indem wir eben den Arm, der nach rechts geht, mit dem Arm, der nach unten geht, vertauschen. Und das heißt, wir haben insgesamt 6 Möglichkeiten. Und das ist die Antwort D, die somit richtig ist. Man kann sich leicht überzeugen, dass wir keine andere Möglichkeit mehr finden, als die, die ich jetzt genannt hatte. Die 2 hier oder hier und dann für die 3, 4, 5 jeweils das äußere Feld hinter der 2 durchgehen. Und die anderen ergeben sich dann zwingend. Das war diese Aufgabe. In der nächsten Folge sprechen wir über die Aufgabe C4 aus dem Wettbewerb 2017 Klassenstufe 5-6. Vielen Dank.